So, grüß euch. Jetzt geht es doch noch weiter mit dem Käfer. Also ist da wieder das Gleiche. Ist da jetzt wieder ein neuer Waldbesitzer. Da ist beim Nachbarn da losgegangen. Da haben sie jetzt dann da vor 2-3 Wochen angeblich rausgeschnitten. Und ja, da ist halt jetzt auch schon dran runtergefallen. Also die muss ich raus tun. Das sind, weiß ich nicht, 15, 20 Bäume da. Da so ein Flieg. Und dann beim nächsten Waldbesitzer, das ist gerade auf der eigentlich 2 Kilometer beim Wald in die Richtung einmal, habe ich auch noch so eine Baustelle. Da muss ich auch bis 11. fertig sein. Und nächste Woche habe ich dann in einer anderen Gemeinde nur einmal sowas. Also dabei haben wir schon einmal beim Käfer. Man, da ist einer mal drin und jetzt ist er eh einmal, er fliegt einer mal, aber. Aber rausgekramt gehört es halt. Da sieht man es eh. Da fällt halt drinnen runter. Und die haben halt alle jetzt an Tür. Ja, gut. Dann werden wir da jetzt einmal anfangen.
Zwei warm, zwei ganz kleine, drei, dann haben wir es da. Dann fahre ich am Donnerstag rein mit dem Rückgewogen und ramme das alles aus. Das ganze Wipfelmaterial, das möchte ich die Besitzerin selber daheim haben, weil sie eine Hockgutheizung haben. Und alles andere ist alles auf 4,10 Meter angeschnitten, ein paar 3,10 Meter sind auch dabei. Also geheißen hat es da Hauptbaumlänge 4,10 Meter. Und 3 Meter mitgehend. Ein paar frische Werk gefunden gehabt. So, es ist schon auf die Nacht. Das ist dann auch ein wenig so komisch, da sage ich es nicht mehr recht. Vielleicht fand die am Donnerstag noch ein paar waren dann rein, aber die haben dann gleich wickeln geschnitten. Ich weiß nicht, wie viel das gewesen hat. Zwischen 20 und 25 Bandplätze. Ich habe es dann nicht mehr gezahlt, weil ich habe dann nur ein paar frische gefunden. Gut, ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!